Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Onion Bomb macht. Dafür brauchen wir eine große Gemüsezwiebel, frische Petersilie, 3 Esslöffel Paniermehl, 1 Esslöffel braunen Zucker, 2 kleingeschnittene Champignons, kleingeschnittene Zwiebeln, 250 Gramm gehacktes halb und halb. So, wir drücken das Gehackte hier ein bisschen mit dem Löffel ein. Ja. Ein bisschen hier reindrücken. Und dann geben wir unsere Zutaten hinzu. Einmal die kleingeschnittene Petersilie, dann das Paniermehl, den Rohrzucker, unsere kleingeschnittenen Champignons, die kleingeschnittenen Zwiebeln. So, die anderen Zwiebeln können wir hier beiseite legen. Ja, und jetzt fangen wir das an, hier richtig schön zu vermengen, das Gehackte mit den Zutaten. So, richtig schön vermengen. Und jetzt geben wir noch 1 Esslöffel Curry-Gewürzketchup hinzu, 1 Esslöffel Worcester-Soße, 1 Esslöffel Sojasoße und dann noch eine Barbecue-Soße eurer Wahl, auch 1 Esslöffel. Und dann vermengen wir das Ganze nochmal hier richtig ordentlich. So, richtig schön vermengen. So sieht das dann aus. Und wenn das dann durchgezogen ist, fangen wir jetzt hier an, unsere Zwiebeln zu bearbeiten. Ich habe hier eine Gemüsezwiebel genommen und habe dann hier die äußersten Schichten mal entfernt. Also wie man sieht, ist da auch ein bisschen was eingerissen, ist jetzt nicht so ganz so schlimm. So, wir formen jetzt hier kleine Kügelchen in der Größe unserer Zwiebel und dann legen wir einfach das Gehackte in die Zwiebel rein und umschließen das mit der Zwiebel. Jetzt geben wir hier noch ein bisschen Speck hinzu und ummanteln dann die Zwiebel einfach mit dem Bacon-Speck. Machen wir hier mit der anderen Zwiebel auch. So, einfach hier die Zwiebel hier mit dem Speck ummanteln. So. Ja, so sieht das dann aus, wenn wir unsere Onion Bombs hier mit dem Bacon ummantelt haben. Jetzt gebe ich hier einen Schamottstein auf dem Grill und lege dann unsere Onion Bombs da drauf. Ich habe jetzt den Schamottstein nur draufgelegt, damit das richtig schön indirekt alles gemacht wird, weil sonst würden uns die Zwiebeln verbrennen und das wollen wir ja nicht. Und damit die noch ein richtig schön rauchiges Aroma bekommen, habe ich noch ein Buchenholz mit hinzugegeben. Ja, das kann dann auch noch schön vor sich hinqualmen. Und die Temperatur, die stellen wir jetzt auf die niedrigste Temperatur ein, die der Grill hat. Ja, und nach einer halben Stunde sieht das Ganze so aus. Ja, also hat sich noch nicht so viel getan, das muss noch ein bisschen. Machen wir nochmal den Deckel zu. So, nach 15 weiteren Minuten nehmen wir jetzt hier einmal die Zwiebeln und packen die auf den Grill rauf und lassen das richtig schön einmal von jeder Seite anbraten. So, jetzt können wir die hier schon wechseln, also wirklich keine Minute müssen die drauf liegen, die Zwiebeln. So, jetzt können wir die hier auch nochmal wenden, so dass richtig jede Seite einmal schön angebraten oder angegrillt wird. So. Hier auch noch mal ein bisschen drehen. So. So, das sieht schon gut aus. Auch noch mal hier auf die restliche Seite drehen, so dass wirklich jede Seite richtig schön angegrillt wurde von der Zwiebel. Jetzt nehmen wir hier wieder unser Schälchen und geben die Zwiebeln da oben drauf, packen das wieder hier auf den Schamottstein, dass das indirekt weitergegrillt werden kann. Ja, und jetzt nehmen wir hier eine Barbecue-Soße unserer Wahl und pinseln die Zwiebeln damit nochmal richtig schön ein. So, schön hier drauf pinseln die Barbecue-Soße. Und
einmal hier umdrehen und von der anderen Seite auch. Also da darf nichts vergessen werden, alles richtig schön einpinseln. Ja, und dann schließen wir den Deckel nochmal für 10 Minuten. Ja, und nach insgesamt einer Stunde sehen unsere Onion-Bomben dann so aus. Also ich würde sagen, die sind fertig. So, packen wir die mal hier auf den Teller. Also das sieht richtig lecker aus. Und schneiden wir die mal an. So, einmal hier anschneiden für euch. Ja, wirklich sehr, sehr weich das Ganze. Und wichtig ist, das Fleisch ist innen drin noch saftig. Es ist nicht zu trocken geworden. Also das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Diese Onion-Bomben sind der Brüller. Da wünsche ich guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.